von den letzten 10 Spielen habe ich 3 ganze Videos gesehen vor ein paar Wochen. Und wir haben gegen sie gespielt in der Vorbereitung. Von den 10 Spielen haben sie 1 verloren gehabt. Auf den letzten 10 in der vergangenen Saison. Viele gewonnen, unter anderem 4-0 in Leipzig. Ich glaube, oft ist auch die Gefahr Sandhausen. Da denkt man eher an eine kleinere Stadt. Das ist was anderes, wenn man hört Fortuna Düsseldorf, St. Pauli. Und da dürfen sich die Spieler also auf keinen Fall blenden lassen. Das ist völlig uninteressant, was da steht, sondern interessant ist, was auf dem Platz passiert. Das ist eine gewachsene, eingespielte, sehr aggressive, sehr klar spielende, gute Zweitligamannschaft.